Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich möchte euch Hoffnung für den heutigen Tag geben. Im 1. Johannes 4, Vers 18 steht, es gibt in der Liebe keine Furcht. Denn perfekte Liebe treibt jede Furcht aus. Denn Furcht oder Angst hat mit der Angst vor Bestrafung zu tun. Und jetzt möchte ich ein paar Worte dazu sagen. Und zwar ist perfekte Liebe nicht ein Ding. Das ist nicht eine Sache oder irgendein Mystikum, sondern perfekte Liebe ist eine Person, die Person Jesus Christus. Und wir wissen, dass Gott seine perfekte Liebe durch Jesus Christus demonstriert hat. Und wenn er durch den Heiligen Geist in uns wohnt, dann hat Furcht keinen Platz. Denn Furcht und perfekte Liebe können nicht koexistieren. Furcht, ganz simpel gesagt, ist die Angst davor, dass etwas Schlimmes passieren wird. Auf der anderen Seite gibt es Hoffnung. Hoffnung bedeutet die Erwartungshaltung, dass etwas Gutes passieren wird. Und jetzt ist ganz wichtig, im Jakobus steht, dass Gott der Vater des Lichts ist und alles, was gut und vollkommen ist, das heißt perfekte Sachen, gute Sachen, kommen von ihm. Er verändert sich nicht. Es ist total wichtig für uns, dass wir Furcht mit perfekter Liebe und Hoffnung ersetzen. Dass der Heilige Geist in uns so viel Hoffnung kreiert. Denn unser Vater im Himmel ist ein guter Vater und er kann uns nichts Schlechtes geben. Und da möchte ich euch einfach Mut machen für heute, dass ihr einfach diese perfekte Liebe und die Hoffnung Gottes empfangt und dass jede Furcht sich vor dem Namen Jesus beugen muss. Und ich bete für euch, dass heute ein hoffnungsvoller Tag ist, an dem ihr gute Dinge erwartet, denn er ist ein guter Vater im Himmel.